Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein neues Rezept für euch und zwar machen wir veganes Butter Chicken. Ich hatte das vor einiger Zeit in meiner Story und jetzt zeige ich euch endlich, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht Sojaschnitzel, wir nehmen immer die von Veganz. Dann sieht das Ganze vielleicht viel aus, aber das meiste sind wirklich nur Gewürze und wenn ihr die einmal habt, dann habt ihr sie auch im Regal. Und zwar haben wir hier Tandoori-Gewürz, dann Knoblauchpulver, Garam Masala, Kurkuma, Gemüsebrühe natürlich, um die Sojaschnitzel gleich darin zu kochen erstmal. Kokosmilch, das brauchen wir für unser Kichererbsen-Curry. Paprika, Ingwer und wir nehmen immer für das Kichererbsen-Curry einfach so eine Currymischung, weil das sehr bequem ist. Kreuzkümmel, Kichererbsen natürlich. Sojasauce brauchen wir auch, das ist für unser veganes Butter Chicken. Passierte Tomaten und wir machen noch die Nudeln dazu. Ihr könnt natürlich auch normale nehmen. Wir haben bereits Wasser aufgesetzt. Ups, meine ich. Auf jeden Fall, war das jetzt nicht so dramatisch, brauchen wir ungefähr 2 Teelöffel Gemüsebrühe und einen Schuss Sojasauce. Das mache ich mit dem Teelöffel, weil bei mir kann das nach hinten losgehen. Zip. Noch, geht noch mehr. Das lasst ihr noch mal kurz aufkochen. 100 Gramm Sojaschnitzel machen wir uns jetzt und direkt in unser Wasser hier, präpariertes Wasser. Die lasst ihr jetzt um 10 Minuten kochen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir noch Zwiebeln und Knoblauch brauchen. Das schneidet Niklas jetzt, weil ja, ich da immer Probleme mit meinen Augen habe, auch wenn ich das jetzt anpacke und dann meine Kontaktlinsen rausmache. Danke dafür. Ja. Jetzt natürlich Zwiebeln anbraten. Jetzt kommen wir zu den Gewürzen. Wir nehmen ungefähr 3 bis 5, weil ich so komisch kleine Teelöffel mache. Garam Masala. 2 bis 3 Teelöffel von unserem Convenience Curry. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Ich mache heute irgendwie so kleine Teelöffel. Jetzt gut umrühren und noch ein bisschen anbraten, damit sich die Aromen richtig gut entfalten können. Kommen wir nun zur Marinade. Dafür braucht ihr erst einmal Öl. 5 Teelöffel Tandoori. 2 Teelöffel Garam Masala. 1 bisschen Kurkuma. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. Und 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Ah, und 1 bisschen Ingwer. Das war vielleicht zu viel, aber macht nichts. Nun verrühren wir diese wundervolle Marinade. Wir fügen das jetzt hinzu. Ihr könnt das gerne einfach mit den Händen machen, um sicherzustellen, dass eure Stückchen alle auch wirklich gut mariniert sind. Und dann streuen wir noch ein bisschen, das ist das richtige, Tandoori überall drüber. Und lassen das jetzt einwirken. Kichererbsen. 1 Paket passierte Tomaten. Könnt ihr mit ein bisschen Wasser leer bekommen. Und dann 1 halbe Dose Kokosmilch. Noch Paprika-Gewürz in die Marinade. Ich glaube, wir haben das vergessen, aber ist nicht so schlimm. Denn das Gewürz kommt auch ins Curry. Und wir machen hier noch etwas mehr Convenience-Curry rein. Und ein bisschen Kurkuma.
diese goldene Farbe, ne? Ich. Wow. Einfach wow. Wir haben das jetzt sehr, sehr lange einwirken lassen, damit die Sojaschnitzel auch wirklich den Geschmack von diesen leckeren Gewürzen annehmen. Und wir haben auch schon Öl in der Pfanne. Bei dem Essen bin ich wirklich nicht sparsam mit Öl. Heute habe ich auch, ehrlich gesagt, viel mehr als sonst trotzdem, aber ist ja nicht schlimm. Und da das Ganze gleichzeitig unser Abendessen ist, ist es jetzt schon dunkel, falls ihr mich wundert, weil, ja. Kann das Kichererbsen-Curry auch ziehen, je länger es zieht, desto mehr Geschmack. Wasser haben wir auch schon aufgesetzt für unsere Nudeln gleich. Deswegen sind wir super vorbereitet für die letzten Schritte. Test von unserer wundervollen Butter Chicken Alternative. Ich weiß jetzt schon, dass es lecker ist. Okay. Ich liebe es. Gut? Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Mhm. Sehr, sehr gut. Die Gewürze sind einfach traumhaft und es schmeckt schon geil, wenn man das in viel Öl anbrät. Ich bin ehrlich, kann man schon machen. Okay, jetzt probiere ich erstmal noch hier unser Kichererbsenzeug. Curry. Mhm. Perfekt. Ich bin glücklich und zufrieden. Und freue mich sehr, dass jetzt gleich zu gucken. Nein. Also wir gucken Serie, deswegen. Boah, wir gucken gerade eine Serie. Ich liebe diese Serie so sehr. Queen of the South. Wow. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, das zu essen und dabei diese Serie zu gucken. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr das ausprobiert oder vertaggt mich oder irgendwas, damit ich sehe, ob es euch schmeckt. Sagt mir Bescheid und das war's auch schon. Oh, das ist gut. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Was ist? Nicht? Doch, doch, doch.